die Chancen einerseits der Digitalisierung genutzt werden und dass all die, sagen wir mal, Risiken, die mit Digitalisierung in der Gesellschaft zu tun haben, die mit Veränderung von Gesellschaft zu tun haben, dass wir die doch so in den Griff bekommen, dass die eben Chancen und die positiven Aspekte, die sich zeigen oder über die wir sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen sprechen werden, dass die überwiegen. Das wäre für mich eine realistische oder eine Utopie, ein Wunsch, eigentlich ein Wunschtraum dahingehend zu sagen, dass wir, wenn wir dann sozusagen wirklich so Pro und Cons sozusagen nebeneinander stellen, dass wir am Ende sagen, die Pros haben doch überwogen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es so sein wird. Hm. Das ist sicherlich auch Bestandteil ja der Diskussion, die du in den letzten Tagen genau. Und in den nächsten Tagen auch noch führen wirst. Es ist auf jeden Fall ein Risiko damit verbunden, mit all diesen Themen. Ich glaube, also ich bin natürlich jetzt irgendwie kein absoluter netzpolitischer Experte, sondern ich bin Experte für politische Bildung und für eben die Fragen, wie kann man oder welche Optionen hat man, um eine Resilienz in der Bevölkerung dahingehend zu stärken, dass sie eben mit den Extremen lernt, umzugehen oder vielleicht auch dagegen Resilienz zu werden im Idealfall. Also Bürgerinnen und Bürger dahingehend zu stärken, die Demokratie zu stärken. Das ist sozusagen immer der Versuch oder die Aufgabe von politischer Bildung. Und ich glaube schon, dass sozusagen, wie du es eben beschrieben hast, wir auf einmal mit den Schattenseiten bestimmter digitaler Entwicklungen, gerade insbesondere in den Social Media in den letzten Jahren, dass die immer offensichtlicher werden, dass wir immer offensichtlicher merken, wie auf einmal mit Wahrheit umgegangen wird. Wir merken, dass, nehmen wir dieses Stichwort Fake News, dass auf einmal Dinge, die ja schon immer gab. Ja. Ist ja nicht so, dass jetzt Fake News eine Erfindung der Social Media ist oder von Facebook oder wie auch immer, sondern auf einmal katalysieren sich bestimmte Dinge, beschleunigen sich, kriegen einen bestimmten Drive und gerade wenn sie dann in einer bestimmten Gruppe sich sozusagen nur abspielen, auch das ist ja eigentlich nichts Neues, sondern die Geschwindigkeit ist das Neue und die Verstärkung und die sozusagen das Hereinbrechen und drinbleiben in einer bestimmten Zielgruppe. Und das ist natürlich was wir schon was ich auch mit Sorge betrachte, wo ich mir schon Gedanken auch über die Frage mache, wie kommt man überhaupt noch an bestimmte Gruppen, in bestimmte Zielgruppen entsprechend hinein, um dort das zu tun. Und das ist sozusagen meine Antwort in so einer Diskussion, wäre immer zu sagen, dort etwas zu stärken, was es eigentlich ermöglicht, mit diesen Zusammenhängen umzugehen. Mhm. Das ist ein Kernaspekt, in dem wir stecken, nämlich ein Kernaspekt ist, wie stärke ich die Medienkompetenz von Bürgerinnen und Bürgern, um im Prinzip mit dieser Situation umzugehen. Und das ist der Schlüssel eigentlich von politischer Bildung. Politische Bildung an der Stelle hat ganz, ganz viel mit Medienkompetenz zu tun, dass du quasi von klein auf mehr oder weniger schon auch lernst, wie gehe ich eigentlich mit solchen vielleicht bestimmten Informationen um, wie lerne ich es damit, die sozusagen zu verarbeiten, wie schaffe ich es, hier nicht immer zu sagen, na, was halt im Internet steht, das wird so stimmen. Und das ist absolut eine große Herausforderung, auch für die nächsten 10, 15 Jahre, in der wir stecken. Und wir haben gerade vor wenigen Tagen hier in diesen Räumlichkeiten hat die Social Bar stattgefunden. Die Bonner Social Bar, also da auch war eine, ich grad in Berlin. Warst du in Berlin, aber man ist zu Digitalthemen doch immer häufiger hier in Bonn. Und es werden in Bonn Räume geschaffen, aus meiner Sicht gerade in diesem digitalen Kontext, wo wir diese Themen diskutiert haben. Und da waren drei Akteure aus der Region da. Es waren Menschen da, die versuchen, die Medienkompetenz älterer Menschen zu stärken. Es war eine Kollegin auch von dem Bonner Medienzentrum da. Das ist ein Zentrum, die im Prinzip auch im Bereich Hardware und aber auch im Bereich Peer Education unterstützen, im Bereich Schülermedienbildung. Und es war eine Gruppe da, die aus Düsseldorf, Pixel, die in einfacher Sprache mit Menschen mit Behinderung und so weiter in diesem Kontexten arbeiten. Und das sind für mich genau die Schlüssel. Also mit dieser Situation umzugehen, die sich eben aus meiner Sicht verschärft hat, nicht, dass es also sozusagen, dass der Grund des Übels in der Digitalisierung liegt, der Grund des Übels Fake News, Filterblasen, sich nur in seiner eigenen Umgebung zu bewegen, in seiner eigenen Schicht, in seiner eigenen sozialen Kohorte, ist nichts, was neu ist. Das Neue ist die Verstärkung, dieses, was ich eben als Katalysator bezeichnet habe und diese
unglaubliche Dynamik, die drauf liegt. Und das erfordert zumindest von meiner Profession, der politischen Bildung, auch entsprechende Anstrengungen. Dass man auch solche neuen Entwicklungen, dass man sich die anschaut, dass man mit Menschen in diesen Kontexten ins Gespräch kommt, weil es sind ja nicht nur diese ganzen Bücher, über die wir quasi hier an so einem realen Ort verfügen, in Anführungsstrichen, und die alle Bürgerinnen und Bürger sozusagen nutzen können. Vor allen Dingen übrigens, Klammer auf, das inzwischen digital bestellen. Das heißt, gerade der massive Abfluss auch oder die enorm starke Nachfrage, die inzwischen viel, viel höher ist als vielleicht das noch in der früheren Bundeszentrale für politische Bildung, als wir an der Kennedy-Brücke hier 2 Kilometer entfernt saßen, wo man halt so früher vor, ich sag mal, 20 Jahren einmal im halben Jahr vorbeikommen konnte und konnte sich ein Kilo Bücher abholen oder so. Das ist natürlich genauso eine der positiven Entwicklungen von so einer, Shop-Entwicklung, dass wir auf einmal unsere Bücher unter bpb.de/shop quasi wie bei Amazon sozusagen distribuieren. Du kannst zu Hause sitzen in Castrop-Rauxel oder in Dresden und sagst, ich bestelle mir jetzt sozusagen die Bücher, die mich wirklich interessieren zu bestimmten Themen. Und viele der Debatten, auch die wir jetzt führen, auch zu solchen Themen wie Open Data, zu solchen Problemen, die du angesprochen hast, all das findet auch durchaus in Diskussionen, in kontroversen Diskussionen auf bpb.de statt, in verschiedensten Formaten. Also von daher, oftmals ist unser Zugriff nicht zu sagen, jetzt stellen wir diese Leute alle ein und dann machen wir es selber, sondern unser Job ist es eigentlich als politische Bildner immer wieder zu gucken, wo werden bestimmte Themen in Politik und Gesellschaft kontrovers diskutiert, auch widersprüchlich diskutiert, weil genauso wie dieser Forscher in München wird es wahrscheinlich jemand geben, der nochmal andere Forschungen entsprechend dazu macht. Und unser Job wäre dann eher zu sagen, wir stellen mal die verschiedenen Positionen zu der Thematik dar und diskutieren anhand dieser Dinge, wie wollen wir zukünftig mit solchen Themen umgehen. Aber unser Job wäre nicht immer oder kann nicht immer sein, wir sind ja nicht sozusagen ein Think Tank, der immer ganz, ganz vorne nur ist, sondern unser Verständnis wäre ja dann eher zu sagen, wirklich, wir stellen die verschiedenen Positionen dar, wir stellen die Kontroversen dar, wir zeigen, welche Positionen gibt es und wie könnte man als zivilgesellschaftliche Organisation, vielleicht auch als Studierende oder wie auch immer, wie kann man dann selber damit umgehen und wie kann man sich selber dann seine eigene Position entsprechen. Ich bin mir halt an der Stelle nicht immer ganz so sicher, ob diese katalysierende Wirkung, die du gerade beschrieben hast, von bestimmten politischen Trends, dass die zwingend vom Medium selbst herrühren. Oder kann man nicht anders formuliert auch nochmal sozusagen die Frage stellen, wir hatten vor einiger Zeit hier mal bei deinem Social Media Frühstück, was wir, oder Joe Fix heißt der, glaube ich, ne, hatten wir mal die Debatte zu der rund um diese Thematik Frankreich, Entwicklung, Front National, Didier Eribon hatte ich kurz damals zitiert und Didier Eribon mit seinen Zurück nach Reims haben wir auch nach wie vor bei der BPB im Angebot als eine Analyse, wo er versucht zu beschreiben, wie kommt es eigentlich dazu, dass eine bestimmte traditionale Wählerschicht der in dem Fall kommunistischen Partei oder der linken Partei, nämlich die Arbeiterschicht, wie kommt es, dass die sozusagen in Richtung Front National sich sozusagen weiterentwickelt haben. Und ich bin mir an manchen Stellen ist es sicherlich wirklich, würde ich immer dazu neigen, also wenn man solche Sozialmedienphänomene sozusagen beschreibt, dass man zumindest das gesamte Set in den Blick nimmt. Ja? Also dass man sich auch fragt, was ist eigentlich in Großbritannien los? Ist wirklich das sozusagen die Tatsache, dass dann Labour entsprechend deutlich erfolgreicher abschneidet, als man das vielleicht vor 5 Monaten noch gedacht hat, ist wirklich die signifikante, die Tatsache, dass sie eine erfolgreiche Social-Media-Strategie gemacht haben, oder ist nicht eigentlich das vielleicht ein Aspekt in so einer Korrelation, aber es sind einfach, ist ein ganzes Setting an Signifikanten, die darauf einwirken. Und ich würde sogar die These aufstellen, dass an vielen Stellen die Signifikanten, die wirklich diese hohen Korrelationen herstellen, dass sie vielleicht doch bei ganz viel basaleren Dingen liegen, wie sowas wie Gleichheit, Ungleichheit in der Gesellschaft, soziale Situationen, in denen wir uns bewegen, Veränderungen in der Lebenswelt, in der Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Ja, und dass man guten oder schlechten Wahlkampf dafür gemacht hat, dass jemand wie ein Willy Brandt es geschafft hat, mit einer Vision, mit einer bestimmten Utopie an bestimmten Phasen an was anzutreten. Oder auch wie Konrad Adenauer oder wie auch immer. Also dass bestimmte Menschen in bestimmten Phasen politisch es schaffen, sozusagen große Mehrheiten hinter sich zu ziehen,
da ist das dann ein Baustein, aber ich würde, wär vorsichtig in der Frage, ist es wirklich die... Man kann es sicherlich nicht monokausal erklären, es lag nicht nur an der Social-Media-Kampagne, aber eins hat man in der Unterhauswahl eindeutig analysiert, dass die Boulevardmedien, die sich alle gegen Corbyn positioniert haben, wie Sun und Co., die sie sogar als Terroristenfreund stigmatisieren wollen, dass das eben nicht mehr wirkt. Also dass die klassischen Massenmedien immer weniger Einfluss auf die politische Meinungsbildung haben oder das, was früher mal erforscht wurde, öffentliche Meinung, ist im Prinzip Medienmeinung, ja, also meistens eine Konsonanz zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung, dass das immer weniger zieht. Du sagst richtig, also die Ursachen, warum der Corbyn gewonnen hat, sind sicherlich vielschichtig. Mhm. Die Unzufriedenheit, die Abgehängten, die Schnösel-Szene in der im Finanzdistrikt in London, sicherlich auch so dieses vulgärkapitalistische, was sich abzeichnet, das hat ja, sagen wir mal, in den USA auch eine große Rolle gespielt. Corbyn, sehr, sehr glaubwürdig in seiner Art. Er war gegen den Irakkrieg, war einer der wichtigsten Kontrahenten gegen Thatcher, hat damals schon Verteilungsgerechtigkeit eingefordert. Wahrscheinlich war es jetzt einfach just in time seine Wahl. Also mit vielen Faktoren, die natürlich auch teilweise ein bisschen zufällig sich ergeben haben. Also würde ich so sagen, dass es halt monokausal nicht erklärbar ist. Ich glaube, was ich eben meinte mit diesem, da kommt ein Katalysator dazu. Ich glaube, das ist sozusagen das, was, also zumindest wie ich es persönlich für mich beobachte, dass ich merke, es kommt eine neue Dimension eben durch die Social Media, durch solche Strukturen hinzu, die einfach einen unheimlichen Drive kriegt. Ja. In jederlei Hinsicht. Ja, sowohl bei Fake News, als auch bei Filterblasen, als auch bei eben Kampagnen. Im Positiven wie im Negativen. Das haben wir bei Obama eigentlich schon in den ersten sozusagen Wahlkämpfen beobachten können, welche Rolle, und das hat in Amerika ja immer wieder so eine zentrale Rolle gespielt, wie massiv sozusagen Mediastrategien gefahren werden, wie im Prinzip Databank-Geschichten sozusagen eine Rolle gespielt haben, und das kann man, das kriegt immer eine stärkere Dynamik und immer mehr kriegt es auch eine Gewichtung. Das war übrigens auch durchaus was, wir haben vor einigen Wochen hat ja in Wien der European Newspaper Congress stattgefunden, wo wir auf viele dieser Themen diskutiert haben, auch den Einfluss von Facebook auf Meinung. Wir haben mit den Journalisten sozusagen zusammen über diese Frage diskutiert, und da ist natürlich, sind genau die Themen, über die wir reden letztendlich. Ja. Und es ist ja nicht nur so, dass quasi aus dem Bereich der privaten Meinung oder der Kampagnen oder der politischen Parteien oder politischen Organisationen sozusagen Alternativangebote sozusagen entstehen oder versucht wird, auf Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Wenn man den ganzen Bereich des Corporate Publishing auch von Unternehmen anguckt, da sieht man, ist ja genauso ein neuer Bereich sozusagen da, der dem klassischen Qualitätsjournalismus sozusagen in Anführungsstrichen Konkurrenz macht. Content Factories, wir sind ganz in der Nähe, die das machen, aber auch sozusagen eine ganze Reihe von Unternehmen, die inzwischen wirklich im Bereich Publishing unterwegs sind und die sagen, war dort ein Vertreter von einem Unternehmen, der sagt, früher haben wir immer versucht sozusagen unsere Ideen, unsere Produkte und so weiter in Medien zu platzieren. Inzwischen machen wir selber einfach ein Magazin oder so. Die schaffen auch damit gegen Öffentlichkeit. Das sind auch neue Formen der Öffentlichkeit, die da sind. Und kommen Fragen rein. Ja. Keine Angst, dass durch mehr Direktwahl der Populismus zunimmt. Also plebiszitäre Elemente sind ja immer wieder ein Punkt, wahrscheinlich auch für die Demokratie 2030, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Volksbegehren etc. Ist es halt nicht auch ein Einfallstor für Populismus? Ich gucke gerade, wir hatten vor einiger Zeit hier hinten im Hintergrund sind die verschiedenen aus Politik und Zeitgeschichten, hatten wir genau zu der Thematik repräsentative Demokratie eine Ausgabe. Jetzt da sind immer sozusagen nur die 10 neuesten, aber lässt sich im Netz immer noch als kostenloses EPUB herunterladen, diese Ausgabe. Und da sind natürlich genau auch da wieder die Chancen und Risiken sozusagen diskutiert worden. Ja, und wo gezeigt wurde oder wo bestimmte Menschen bestimmte Positionen, die eher in Richtung der Probleme an der Stelle argumentieren und an anderer Stelle auch zu gucken, welche Chancen birgt das eigentlich in sich. Ich finde,
Ja, weil ich gerade eben gesehen habe, es gibt einen eine neuere aus Politik und Zeitgeschichte zum Thema Infrastruktur. Die steht ganz da hinten rechts in der Ecke. Und da ist ein ganz, die habe ich auch nochmal hier mitgenommen. Gibt es von Hendrik Scheller einen ganz interessanten Beitrag zum Thema auch nochmal sozusagen, wie können Verwaltungen in bestimmten Strukturen sozusagen oder in dieser spezifischen Situation. Red weiter, ich hol das mal ran. Wie können die sozusagen mit großen Infrastrukturproblemen, die wir ja haben und die immer auch bei Bürgern natürlich sofort entsprechenden Frust auslösen. Ne? Also wenn eine Straße kaputt ist, dann ist natürlich den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend aufgebracht. Und er hat unter anderem, und das wäre so ein Hinweis auch nochmal so zu dieser Frage, also wie kann eine Verwaltung, wie kann ein Staat im Prinzip mit solchen in solchen spezifischen Situationen umgehen? Und letztlich ist sein Rat, so wie ich sein Fazit zumindest verstehe, ist ja auch immer noch mal wieder so ein Aspekt in Richtung, ich nenne es mal, sagen wir mal stichwortartig, aktivierender Staat. Also ein Staat, der nicht nur immer verschlankt und sagt, ich kann im Prinzip bestimmte Dienstleistungen auch letztlich nicht mehr sozusagen leisten, sondern auch ein Staat, der sozusagen versucht, in Dialog zu bestimmten Themen entsprechend zu kommen, gerade auf kommunaler Ebene, wo ja Großteile unserer demokratischen Prozesse und dialogischen Prozesse in so Situationen stattfinden. Und bei ihm ist es durchaus so, dass er sagt, also ganz kurz zum Zitat hier, er sagt so als letztes, ne, Instrumente wie Bürgerhaushalte, Leitbild- und Strategieprozesse sowie Beteiligungsverfahren in Planungsprozessen großer Infrastrukturprojekte stoßen in Deutschland bisher zwar auf mäßige Resonanz und werden auch von der Verwaltung kritisch rezipiert, denn oft wird das Verhältnis von Aufwand und Ertrag und so weiter ohnehin personell unterbesetzten Verwaltungen hinterfragt. Nichtsdestotrotz bieten sie aber erste Ansätze, um wieder auf breitere gesellschaftliche Basis über Fragen zu diskutieren, wie die Kommune ihren Daseinsvorsorgungsauftrag auch mit Blick auf die öffentliche Infrastruktur wahrnehmen sollten. Also für ihn sind das Instrumente, und das wäre eine Antwort auf deine Frage sozusagen, wo sind die Chancen eigentlich von solchen Partizipationsprozessen? Und ich sehe wie er oder sehe da eine Position, wo jemand auch darauf hinweist, das ist eine Chance, um in das zu kommen, was letztlich Demokratie ausmacht, nämlich in Dialog, in eine Interaktion, in einen Kommunikationsprozess zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern, zwischen den Menschen untereinander. Und das ist für mich so ein roter Faden, wo man im Prinzip immer wieder drüber nachdenken muss. Also wo ist es wichtig für uns, sozusagen in Gemeinschaftsdiskussionsprozesse über bestimmte Dinge zu kommen, um gemeinsam miteinander zu diskutieren, wo wollen wir hin? Ja, und es gibt kaum eine andere Stadt, wo aus meiner Sicht die Notwendigkeit für so, ich nenne es mal eine demokratische Öffnung, auf kommunaler Ebene auch so notwendig wäre oder so wichtig wäre, wie in der Stadt, in der wir hier gerade sitzen, nämlich in Bonn. Das ist für mich ein Paradebeispiel für eine Stadtgesellschaft, die im Prinzip aus 20, 50, 100 verschiedenen Stadtgesellschaften besteht, die alle miteinander für sich in einer gewissen Art und Weise interagieren oder eben nicht interagieren. Aber das, was sozusagen fehlt, ist zum einen ein dialogischer Prozess inzwischen in Bezug auf wie leben wir Bürger mit denjenigen, die das hier entsprechend verwalten, wie lebt man aber auch untereinander und so ein Verständigungsprozess. Und das ist das, was ich meine. Das ist auch in anderen, ich will das jetzt gar nicht, das ist halt das, was ich im Herzen trage, nämlich der Ort, wo ich lebe, es ist mir auch an anderen Orten, ich habe vorher in Dresden gelebt, ist mir ähnlich gegangen. Also immer wenn das gelingt, dass du dich als ob das als öffentlicher Vertreter, als kommunaler Vertreter, als Bürgermeister oder wie auch immer, wenn du es schaffst, in einen echten dialogischen Prozess mit den Menschen in deinem Umfeld, in deinem unmittelbaren Umfeld zu gehen, dann ist es ist sozusagen eine Chance entsprechend für demokratische Öffnung gegeben. Und es gibt, finde ich, eine Reihe von Beispielen, die das ganz gut zeigen, wenn man das gemacht hat, wenn man das so verhandelt, dass es dann auch zu einer Befriedung von bestimmten Konflikten führen kann. Ich habe selber lange in Süddeutschland gelebt, ich habe es in bestimmten Städten, ich habe in Freiburg im Breisgau gelebt und da habe ich das oft so empfunden, dass es sozusagen Räume gibt für Diskussionen, Räume gibt für einen Austausch miteinander, wo man miteinander in Kontakt gekommen ist, um es mal verschärft zu sagen. Es gab in Freiburg im Breisgau einen Wochenmarkt, wo wir uns alle
aus allen Schichten, aus ob Studierende oder Professoren, am Stand vom Kaiserstühler Bauer getroffen haben und über die Frage diskutiert haben, sind die Birnen jetzt sozusagen schon lecker oder sind die noch zu früh oder wo kommen die Kirschen her und warum ist der Kohl noch nicht da? Und ich sag mal, das ist so ein sehr vereinfachtes Bild, aber das hat für mich was mit demokratischer Stadtgesellschaft zu tun, wo man miteinander, und man muss das riechen, man kommt in unmittelbaren sozusagen kommunikativen Nahkampf, sag ich mal, mit den Menschen um sich entsprechend herum. Und das ist so ein Bild für mich, eine Belebung einer städtischen, einer kommunalen, einer Struktur angeht. Und das ist für mich ein Schlüssel. Wenn das funktioniert, wenn wir miteinander in der Kommunikation sind, wenn wir nicht so aufgespalten sind in verschiedene sozusagen Sub-Communities, die sich vereinzeln, wenn das gelingt, dann funktioniert auch Demokratie besser. Und natürlich da wieder, der Drive entsteht durch die Digitalisierung an der Stelle, durch soziale Netze, durch bestimmte Filterblasen. Und das wirkt natürlich total diametral dem entgegengesetzt zu sagen, da gibt es solche öffentlichen Räume, wo soziale Interaktion möglich ist. Und die Chance müsste, oder das, was wir uns überlegen müssen, ist, wie schaffen wir es, in Zeiten der Digitalisierung solche Räume letztendlich zu schaffen. Die These, mache dir die Welt zum Dorf. Ja, das ist sozusagen eine seiner sozusagen dieser Rettungsansätze. Zurück zur Antike. Ich glaube. Agora. Ja, es ist sicherlich auch ein Aspekt davon, aber er ist ja sehr konkret. Er sagt im Prinzip, wir sehen, dass bestimmte Gruppierungen Räume besetzen, die vorher nicht politisch besetzt waren. Also ein Elternabend in der Kita, ja. Also bestimmte Bereiche, wo auf einmal Zugriff gewählt wird, die vorher sozusagen vor bestimmten populistischen Strukturen sozusagen geschützt werden. Und er sagt, da müssen wir dran denken, dass diese Räume da sind. Und ich finde, also ich kann das aus der Perspektive sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, und ich glaube schon, dass es immer, und von daher deine Position ist ja eher zu sagen, wir müssen auch eine Chance im Digitalen sehen, müssen es auch entsprechend mitnehmen. Und jeder sieht ja letztendlich, was er im Herzen trägt. Der eine sieht halt, wie ich, den fehlenden Markt, ja, wo er sagt, wenn ich wüsste, oder es gibt ja kleine Marktstrukturen auch, wo dann bestimmte Dinge stattfinden, aber sozusagen diese Vorstellung, also ich sag mal, mein Bild an der Stelle wäre wirklich sozusagen, wenn es nehmen wir mal die Stadt Bonn, ja, als ein Beispiel, man könnte auch Köln nehmen, man kann es auch Dresden nehmen, wie immer, wo du sagst, es gibt einen großen Wochenmarkt, wo am Samstagmorgen alle Schichten, alle Gruppen, alle Menschen entsprechend hingehen und irgendwie sich dann spätestens an der Wurstbude unter Münsterplatz, am Münster treffen und dort gemeinsam eine Wurst essen. Und das ist, sagen wir mal, auch ein sehr konkretes Bild, was es meines Erachtens in einer funktionierenden Stadtgesellschaft, die demokratisch entsprechend unterwegs ist, wenn das da ist, hast du bestimmte Ansätze sozusagen von solchen realen demokratischen Austauschstrukturen, die aus meiner Sicht für eine Gesellschaft, in der man lebt, wichtig ist. Dieses reale Begegnen und das reale sozusagen auch miteinander in Austausch. Wenn du mit dem verbunden bist, was um dich herum passiert und wenn du darüber in eine Diskussion entsprechend gehst, dann hat das auch viel damit zu tun, wie du deine Welt, in der du lebst, sozusagen mitgestalten möchtest und die angewiss. Und wie gesagt, wenn es separiert ist, wenn es sozusagen diversifiziert ist, ja, dann hast du im Prinzip in der Zeit der digitalen, sagen wir mal, Beschleunigung, in dieser sich katalysierenden Welt, dann verstärkt die das natürlich nochmal. Ja, dann bist du sozusagen in deiner digitalen Blase unterwegs in der Welt und kriegst nur noch die Bestellempfehlungen für die Dinge, die du machst, und dann gehst du noch auf den Biomarkt und hast da auch nur sozusagen die gleiche Community um dich herum. Und das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, was Gesellschaften im Prinzip voranbringen könnte Community sozusagen, ist eben genau das, wie du es ja eben auch zitiert hast, dass man sagt, man schafft es wieder sozusagen Gruppen zusammenzuführen, ob digital oder eben auch wirklich mal real, die anfangen wieder in Austausch zu kommen. Beides, also das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus, aber das eine beschleunigt das andere. Die Future Hubs sind ja, sagen wir mal, werden ja auch lokal initiiert und sollen dann eine gewisse Kraft entwickeln, dann das andere sich an einem Dialog beteiligen und dann wiederum Zugangsmöglichkeiten schaffen und Barrieren abgebaut werden, dass also eine Partizipation dann eben auch einfach möglich ist. Und da kann man dann eben wieder die digitalen Instrumente zum Zuge kommen lassen. Das, was hier aufgeführt ist an den 10 Regeln, beispielsweise liebe deine Stadt, mache dir die Welt zum Dorf. Meine Erfahrung ist, dass auch bei diesen Diskursen dann auf einmal die politische Gesäßgeografie
auf einmal gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Mhm. Ob wir jetzt da mal für eine Verkehrsberuhigung sind, ja, ob wir da noch einen Zebrastreifen benötigen oder wenn es um Schulbau geht oder. Auf einmal zählt halt wirklich dann eher die Sachkompetenz, das, was mal nützlich ist für die Stadt und weniger, wo der jetzt mal politisch sich in irgendwelchen Ismen verirrt. Ja, weil man dann merkt, okay, da kommen wir dann mit unseren Parolen dann auch nicht weiter. Ja. Das Spannende ist doch immer, finde ich, auch im Bereich der politischen Sozialisation, dass man vielleicht irgendwann in seinem eigenen Leben die Erfahrung gemacht hat, ich kann mich real zu bestimmten Themen einbringen. Mhm. Ja, ich habe einen Bezug zu bestimmten Dingen und ich kann mich dort an der Stelle engagieren. Und häufig, und das ist das, was wir seit Jahren auch in der politischen Bildung schon festgestellt haben, geht es gar nicht nur um die großen Fragen, über die ich diskutiere, sondern viele Menschen sind durchaus, also denen wir auch immer unterstellt haben, sie seien nicht politisch, es geht doch darum, letztendlich zu zeigen, Politik hat was mit dir zu tun. Mhm. Und das ist übrigens einer der zentralen Sätze der sozialen Politikdidaktik, über die wir seit vielen Jahren diskutieren, nämlich des Beutelsbacher Konsenses. Mhm. Ja, das ist ein Satz, der aus drei Sätzen besteht, aber der im Prinzip sozusagen schon immer staatliche politische Bildung stark geprägt hat. Der eine Satz ist, diese Kontroversen darzustellen. Das hatte ich eben schon mal diskutiert. Der zweite ist, wir sollen nicht Propaganda machen. Ja, ganz klar. Neutralität ist es nicht, weil Neutralität hieße ja, dass du Überparteilichkeit. Ja, und vor allen Dingen auch bestimmte Instrumente müsste man diskutieren, ob wir die entsprechend einsetzen wollen, die insbesondere aus der Erfahrung des Dritten Reichs heraus ganz fürchterlichen Missbrauch mit sich gebracht haben. Aber eine dritte Regel ist es eben die Schülerorientiertheit. Mhm. Und die Schülerorientiertheit heißt immer wieder zu zeigen, was kann ich selber machen, um meine reale Situation hier vor Ort entsprechend oder in einer bestimmten Situation zu verändern. Was sind die entsprechenden Hebel? Ist es eher dann, dass ich zur Bundestagswahl gehe und im Prinzip darauf vertraue, dass entsprechend in einer repräsentativen Demokratie die Menschen, die dafür qualifiziert sind, ihren Job gut machen? Oder ist es sowas wie vor Ort vielleicht zu sagen, was kann ich machen, wenn ich will, dass der Sperrmüll irgendwie doch einen Tag länger bleibt? Mhm. Oder was kann ich machen, wenn ich möchte, dass eine Spielstraße entsteht? Oder wenn ich will, dass weniger Verkehr in der Stadt ist oder so. Ne? Und von daher, also klar, das ist aber sozusagen das Mission Statement der Bundeszentrale für politische Bildung seit 65 Jahren. Mhm. Ja? Wir werden in diesem Jahr 65, könnten sozusagen... Hashtag Born in Bonn. Hashtag Born in Bonn ist sozusagen die Mini-Kampagne. Im November machen wir einen kleinen Tag der offenen Tür hier auch in den Medienzentren, sowohl hier als auch die Straße hoch, haben wir noch eine zweite Liegenschaft, wo wir auch ein bisschen sozusagen feiern, ein bisschen diskutieren werden oder so. Aber das Entscheidende, weil du fragst sozusagen die Vermittlung, also das Verständnis für politische Prozesse, das ist in der DNA der BPB. Genau das ist der Job. Also mit allen Produkten, ob du jetzt das für die Zielgruppe Studierende nimmst oder für die Zielgruppe Sekundarstufe 2 oder für jemanden, der eher an der Berufs- und Hauptschule unterwegs ist oder ob das für Kinder machst mit Hanni Sauland im Hintergrund. Es geht immer wieder um die Frage zu zeigen, wie funktionieren politische Prozesse, wie vielleicht sind sie manchmal schwer, manchmal sind sie leichter, manchmal sind sie anspruchsvoll, manchmal sind es fachpolitische Themen, manchmal sind es vielleicht Themen, wo jeder das Gefühl hat, er könne mitreden. Im Zweifelsfall versuchen wir es immer so aufzubereiten, dass eben dieses Verständnis entsprechend stärker sich entwickelt, dass man Verständnis bekommt. Was muss passieren, dass wir mehr Begegnungen bekommen, mehr Orte des öffentlichen Gesprächs bekommen, was haben wir vielleicht dann eben Parteien nicht mehr richtig abbilden, Ortsvereine etc., das hat Liebeke ja auch benannt, viele, die sagen wir, noch ihren Albtraum erleben werden, wenn sie jetzt sagen wir, wegen Trump und Co. In eine demokratische Partei eingetreten sind, dass das natürlich in Ortsvereinen teilweise nicht ganz so lustig ist, so Hinterzimmerpolitik betrieben wird, aber wie schaffen wir die Öffnung, mehr Partizipation, wie schaffen wir dass wir wirklich mehr öffentliche Gespräche bekommen. Also es ist immer die Frage, ist es ein Mehr, was man braucht, oder ist es eine Frage vielleicht auch der Qualität, oder ist es auch nochmal eine Frage der, wer schaltet sich vielleicht noch als so ein Knoten auch nochmal in so eine Debatte ein und bringt irgendwie so zwei, drei Knötchen oder Knoten oder wie auch immer miteinander in Verbindung. Und ich glaube schon, und das ist zum Beispiel auch nochmal, ist mir immer wichtig, das auch irgendwie konkret zu machen, das ist zum Beispiel so dieser Ort, an dem wir jetzt hier sitzen, das ist ja so ein ganz multifunktionaler Ort, ne? Ein Ort, wo man einfach diese Kisten hier entsprechend zur Seite schieben kann, die sitzen auf Rollen und wo verschiedene Veranstaltungen und verschiedene Formate stattfinden.
Ja, es sind Formate wie beispielsweise. Also wir blenden das jetzt hier mal ein. Ja, blende das mal ein. Es ist ein Ort, der so, sagen wir mal, 100 Menschen sozusagen fassen kann und wo wir zum Beispiel eine kleine Reihe gestartet haben, die heißt BPB Unplugged, also wo wir mit Musikern über politische Lieder ins Gespräch kommen wollen. Jetzt klingt politische Lieder, klingt irgendwie so, was weiß ich, wie 70er Jahre Degenhardt oder so, aber unsere These ist zu sagen, viele Singer-Songwriter, auch die momentan unterwegs sind, haben durchaus auch zu politischen Themen sich geäußert, haben auch Lust darüber zu diskutieren und auf die Art und Weise erreichen wir auf einmal hier ein Zielpublikum, die vielleicht sonst nicht in die Bundeszentrale für politische Bildung und auch vielleicht sonst nicht an so einen Ort gekommen wäre. Oder wir haben Ausstellungen regelmäßig hier, wo wir versuchen, eben über solche Themen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir haben mehrere Spiele Nachmittage gemacht oder sind dabei, die zu tun mit geflüchteten Menschen, wo wir also unser Angebot in dem Bereich vorstellen. Wir haben immer wieder Diskussionsrunden. Wir haben übrigens auch Jürgen Wiebeke am 11. Juli um 19 Uhr im Rahmen eines BPB-Forums hier abends zu Gast, wo wir mit ihm seine 10 Regeln der Demokratie für Demokratieretter diskutieren werden. Und natürlich auch live streamen werdet. Das müssen wir schauen. Oft streamen wir live, weil das ist ja genau die Fortsetzung dessen, dass wir sagen, wir wollen, dass auch andere sich in die Diskussion, nicht nur hier in Bonn sozusagen, entsprechend mit einschalten können. Also von daher ein Ort, der versucht, bestimmte Gruppen sozusagen auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Also es ist sozusagen ein Angebot in so einer Diskussion, wo wir auch zu bestimmten stadtpolitischen, aber auch gesamtgesellschaftlich politischen Themen sozusagen miteinander diskutieren. Und das ist für mich so ein Beispiel, eben für mich so, um es konkret zu machen. Das wäre für mich, dass Institutionen sich so verstehen zu sagen, wir versuchen diese Menschen, diese verschiedenen Gruppen zusammenzubringen und versuchen dort die Kontroversen herzustellen oder um auch nochmal mit Jürgen Wiebeke zu sprechen, wir wollen nicht den Kontakt verlieren zu Menschen, die nicht unserer Meinung sind. Und das ist eigentlich letztlich der Beutelsbacher Konsens nochmal, nämlich das Kontroversitätsgebot. Wir wollen die Kontroversen zulassen. Wir wollen auch hier Räume schaffen, wo im Prinzip hier oder da oder an anderen Orten sozusagen oder in unserer Dependance in Berlin, wo ja auch sowas stattfindet, haben wir so ein Format direkt am Checkpoint Charlie ist da unser kleiner Veranstaltungssaal, wo wir sozusagen so Checkpoint-Veranstaltungen machen, wo auch immer wieder genau solche Diskussionen entsprechend stattfinden. Und ich glaube, das ist schon so ein Schlüssel, dass man eben reale Begegnungsorte schafft, wo man vielleicht auch nach der Veranstaltung nochmal zusammen sozusagen einen Kaffee trinken geht oder auch nochmal stehen bleibt und nochmal miteinander real in die Diskussion kommt. Aber durchaus, und das war ja der Hinweis eben von dir, diese Verlängerung, das durchaus auch verlängert um digitale Streams oder um Interaktionen per Twitter. Wir haben vor einiger Zeit schon einen Twitter-Account aufgelegt, der heißt Frag die BPB. Das ist auch letztlich so eine Art Fact-Checking-Twitter-Account. Man kann also in 140 Zeichen von uns zu eigentlich fast jedem politischen Thema eine Antwort bekommen, zumindest wo man Quellen, wo man Hinweise, wo man Aspekte auf Diskussion findet. Denn das ist ja immer wieder die Idee. Wir und ich und wer auch immer, wir sind nicht die Antwortgeber. Wir haben nicht die Lösung. Nee, wir haben auch keine Antwort auf deine Frage, wann ist denn die, was ist denn eine tolle Demokratie 2030, sondern wir haben Diskussionsangebote und wir haben sozusagen diese Regel uns in unserer DNA seit 1965 quasi drin, umgib dich nicht mit Menschen, die nur deiner Meinung sind, sondern